Spät in der Nacht kann man beobachten, wie eine beunruhigende Gestalt in der Nähe von Tempeln und Schreinen in wunderschöner Hochzeitskleidung herumlungert. Es ruft einzelne junge Männer zu sich herüber, die ihren Reizen kaum widerstehen können, bis sie sie aus der Nähe sehen. Der Yokai, um den es sich hier handelt, ist der Ohaguro Betari. Von hinten sieht ein Ohaguro Betari wie eine schöne Frau aus, die einen Kimono trägt. Oft ist es ein Brautkleid. Sie erscheint in der Dämmerung außerhalb eines Tempels oder gelegentlich im Haus eines Mannes, verkleidet als seine Frau. Anfangs ist ihr Kopf dessen Betrachter abgewandt und verborgen. Jeder Neugierige, der näher kommt, um mit ihr zu sprechen oder einen Blick auf ihr Gesicht zu erhaschen, wird überrascht, wenn sie sich umdreht und ihr Gesicht enthüllt. Ein hässlicher, weißer, konturloser, kuppelartiger Kopf, dick geschminkt mit nichts als einem riesigen, klaffenden Mund, voller geschwärzter Zähne offenbart sich. Mit einem schrecklichen Gackern lässt der Yokai den entsetzten Mann schreiend vor Angst davonlaufen. Ohaguro Betari ähnelt dem Aussehen und dem Verhalten dem Noperabo. Aus diesem Grund wird es sehr oft mit diesem verwechselt. Manch einer glaubt jedoch, dass sich hinter diesem Monster auch ein Kitsune, Tanuki oder Myjina versteckt, der den Menschen Streiche spielt. Vermutungen zufolge könnte Ohaguro Betari eventuell der Geist einer hässlichen Frau sein, die nicht heiraten konnte. Bis zur heutigen Zeit hat dieser Yokai noch keinem Menschen geschadet.